Moin, Freunde, wir sind hier in dem nächsten kleinen Abenteuer. Also, wir haben hier ein bisschen was gesammelt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier endlich Aluminium finden. Ich habe mir mal überlegt, vielleicht, hier haben wir auch diese richtig seltenen Mineralien gefunden. Vielleicht finden wir hier noch mehr. Müssen wir uns nur mal ein bisschen umschauen. Außerdem weiß ich nur nicht genau. Könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, was diese Dinger hier bringen. Muss man die mit Strom versorgen? Versorgen die uns mit Strom? Was passiert dann? Kriegen wir irgendwas? Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Straße da. So. Hier hinten müssen wir das richtige Mineral finden. Ich weiß jetzt aber gar nicht, welches Mineral das sein soll. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen eh hier mal weitergehen. Ich sehe nämlich da hinten das nächste Licht. Wir sehen das auch noch Sterne, aber irgendwas sagt mir ja, dort werden wir unser nächstes Glück finden. Außerdem. Kleine Verbindungen wären gar nicht so dumm. Ah, nächste Höhle. Unser kleines Motion Weight Rad. So. Irgendwo hier wird es einen Eingang geben, bin ich mir sicher. Ja, härtere Materialien. Echt jetzt? Ist hier kein Eingang? Ich hätte schwören können, dass hier vielleicht eine neue Höhle mit Aluminium ist. Okay, komm, bringt nichts. Das bringt nichts. Dann machen wir Folgendes. Huch. Machen wir das zu, damit wir nicht auf dumme Gedanken kommen. Bis wir eine Höhle finden, wo wir Aluminium auftreiben können. Ich bin ja echt am Arsch der Welt. Hört ihr dieses Poltern? Was könnte das sein? Also das sind Forschungspflanzen. Ah, da ist die Höhle. Ah, Leute. Das Ding finden wir wieder.
So. Ein paar Verbindungen brauchen wir noch. Oh. Hier müssen wir vorsichtig sein. Man erkennt, dass hier der Ausgang ist. Vielleicht können wir hier echt so eine Rutschbahn bauen. Lass mal gucken. So. Hier sind die grünen Lichter. Mal machen wir eine richtig schöne, coole Rutschbahn. Wie? Mir fehlt Erde? Wenn wir eins haben, dann Erde. So, dann kriegen wir das hier auch ein bisschen. Ah, komm, wir brauchen eh wieder ein bisschen Erde für die nächste Konstruktion. Oh oh. Eine Sache fehlt immer. Das sollte mir überall erkennen. Da haben wir die. Und in die andere Richtung kommt auch. Damit man uns auch überall schön erkennt. Da hinten habe ich auf jeden Fall Mineralien gesehen. Okay, da geht es tiefer rein. Müssen wir vorsichtig sein. Huch, da sind die weggespritzt. Müssen wir aufpassen, die können uns auch zerstören. Aber die haben Forschungsmaterial. So.
Also, wir müssen schön behutsam hinkommen. Müssen aufpassen, dass wir uns die Dinger hier nicht zerstören. Haben wir hier? Ach, da ist das Material, das wir suchen. Oh je, was ist das für Material? Okay. Laterit. Genau, was wir gesucht haben. Genau das haben wir gesucht. Also, hauen wir mal das dicke Ding an. Und los geht's. Damit wir schneller durchbuddeln können. Einmal die Tasche voll mit Laterit. Weil ich das ganze Laterit weggemacht habe. Wir müssen ja auch ein bisschen Aluminium-Erfolg feiern. So, wir haben noch Platz für eins. So. Jetzt, wo wir voll sind, bis oben hin. Was wir noch machen könnten. Wir können eins von den Dingern hier hinsetzen. Können wir mal vorher eine Probe von da hinten mitnehmen? Was das denn genau ist? Ist auch ein bisschen Laterit zwischen. Aha. Ist nicht schlimm, nehmen wir mit. So, das wird reichen. Ein bisschen Zink. Also haben wir einen Zink und einen Laterit-Vorkommen. Und zwar ein richtig großes. Aha. Kein Forschungsgut. Was wir jetzt machen könnten, wenn wir jetzt hier eine Straße durchbauen, können wir auch gleich ein bisschen von den Dingern hier schauen. Dann können wir nämlich hier durchrutschen. Dann haben wir zwei Wege, einmal nach da runter und einmal können wir hier runter rutschen. Oh oh. Ich wollte das Ding da drauf machen. Bleib jetzt auf diesem Felsen oben drauf.
kann doch nicht sein. So, da eins. Und falls wir irgendwann mal da runterfallen, haben wir hier eins. Damit wir wissen, da oben geht's zum Ausgang. Jetzt haben wir natürlich hier noch die Möglichkeit, darüber zu ziehen. Ach, guck mal. Ja, an die Wand können wir die Dinger auch heften. Die helfen uns bei der Orientierung später. Was ist das? Ist das ein Gerüst? Oh, Leute, da müssen wir nochmal rübergehen. Schutt! Schutt. Wo Schutt ist, ist auch meist irgendwas Interessantes. Nein? Ah, doch. Guckt euch das an. Verpacker. Oh Mist. So ein Mist, richtig cooles Zeug hier. Oh. Ah. Ich ein bisschen über sie hinausgeschossen, ne? Huch. Ist nicht perfekt gerade, aber so kann man langlaufen. Setzen wir noch das Ding hier. Was ist denn das? Oh oh, da schießt er uns mit Gift. Jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Was ist das? Forschungsprobe. Und das sind Verbinder. Gut. Ist das ein Verpacker? Hier haben wir schon Laterit. Laterit ist wichtig. Wir können Zink abgeben, aber... Lassen wir die mal hier liegen. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder und holen noch mehr Aluminium. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Und danach will ich die Rutsche ausprobieren. So, wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, haben wir jetzt eine mega geile Rutsche. So. Okay, Leute, seid ihr fertig? Eine richtige Rutschpartie von oben nach unten? Wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle und wie wir hier gebaut haben, dann können wir jetzt in Zukunft immer hier runterrutschen. Was war das? So. Okay, die Lichter sind nicht unendlich, sehe ich gerade. So, jetzt können wir hier runter und dann einmal hier rüber. Oh! Ne, ist doch so steil. Wir müssen hier so eine Kurve reinbauen.
Hier rüber und dann natürlich hier rüber. So, damit sollte es klappen. Okay, unsere grünen Lichter lösen sich gerade auf. Das ist ja blöd. Die halten also nur begrenzt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier andere Stoffe finden. Okay, fertig, Leute. Und einmal rutschen. Wie geil das funktioniert. Und jetzt können wir rutschen bis da hinten hin. Zum Vorkommen. Ja, gefällt mir. Genial. Die Kurve ist vielleicht ein bisschen arschknapp. Vielleicht müssen wir die ein bisschen verlängern. Hä? Genauso. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ein letztes Mal zum Ende der Folge. Und los geht's. Wow! Drüber gerutscht. Ah, komm, das können wir nicht, uns nicht so. Können wir nicht auf uns beruhen lassen. Da haben wir uns aber blöd angestellt. Vielleicht war die Kurve zu steil, aber wir können die nicht noch höher machen. Also hier, der mal Sommerrodeln war oder so, der wird das lieben. So, und jetzt hier einmal hier runter und Gas geben. Aber wir verlieren Speed, wenn wir abbremsen, um die Kurve zu kommen. Ah. Nur am Anfang zum Abfangen. Okay, Leute. Auf die Plätze. Fertig. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder Blödsinn machen in Astroneer. Und eine Rutsche nach der anderen bauen. Also, bis dann. Euer Toshi. Und ciao.